Geschafft. Das war eine 72 Kilometer lange Sportwanderung. Komplett die Saale Horizontale entlang. Ein Qualitätswanderweg. Quasi meine Heimstrecke. Ich liebe diesen Weg. Ich könnte immer wieder dort wandern gehen. Aber darum geht es jetzt nicht. Und zwar, bevor ich jetzt mit euch anfange, die Details und auch die Ausrüstung durchzugehen, möchte ich mich erstmal in diesem Sinne riesengroß bedanken an Sebastian und den Florian, die mich ein Zweidrittel der Strecke super bekleidet haben. Die beiden haben das klasse gemacht, haben vorher noch nie solche Strecken am Stück gelaufen. Und für den Anfang ist das gar nicht schlecht. Da kann man mal direkt reinschnuppern. Man bekommt sofort mit, wo die Probleme sind, wo man mehr Training braucht und dass das gar nicht so leicht ist. Man wandert zwar, aber es ist doch unheimlich anstrengend. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal direkt im Detail die Strecke nochmal an. Einfach saalehorizontale.de, den Link werde ich in die Videobeschreibung packen. Und da könnt ihr euch, wenn ihr Interesse habt, wirklich alles anschauen. Wir haben insgesamt den Weg nicht irritieren lassen. Die 91 Kilometer, die stimmen nicht. Ich vermute mal, dass da Auf- und Abstieg alles mit inbegriffen ist. Ich weiß nur, dass wir in den nächsten Jahren die Strecke auf 100 Kilometer erweitern wollen. Inwiefern das im Detail dann umgesetzt wird, keine Ahnung, ist ja auch völlig egal. Wir haben jetzt hier unten nochmal das Seitenprofil und da seht ihr auch, wie schön auf und ab das geht. Ja. Man könnte auch sagen, das ist die Saale hoch und runter zu Tale. Also wir haben vier, dafür, dass es Mitteldeutschland ist, ziemlich gute Höhendifferenz. Wir sind zwar nie höher als 390 Meter, tiefer als 130, steht ja alles schön im Detail, aber es geht halt sehr oft hoch und runter. Sobald man oben ist, geht es gleich wieder runter, sobald man unten ist, geht es gleich wieder hoch. Und das macht die Strecke dann doch ziemlich anspruchsvoll. Durch die Kalkhänge, was man schön auf dem Berg sehen kann, oder wie ihr auch im Video gesehen habt, ist auch das Laufen nicht immer ganz so einfach. Also man muss hier auf jeden Fall trittsicher sein, gerade in den Hängen, was ja die Saale Horizontale hier rund um Jena eigentlich so bekannt macht, durch unsere Kalkhänge. Ansonsten für alle Normalwanderer, Genusswanderer unter uns, die haben wir ja auch gut vorgegebene Tagesetappen. Einfach um besser was einschätzen zu können, wenn man mal hierher will. 4 Tage sollte man einplanen und die sind immer so zwischen 15 und 20 Kilometer je Etappe. Da kann man sich einfach mal schnell durchklicken. Und sich alles in Ruhe angucken. Steht auch da, was so die Highlights sind. Jetzt einfach mal historisch gesehen. Ja. Ich selber kann es immer wieder nur empfehlen. Ich liebe selber die Gegend, wie ich schon erwähnt habe. Und einmal im Jahr steht die bei mir eigentlich auf dem Programm. Natürlich gehört zu so einer Sportwanderung immer auch die richtige Ausrüstung dazu. Die falsche Ausrüstung kann schnell das ausbedeuten. Und das sind oftmals kleine Details. Ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall erstmal mit der Ernährung an. Ich persönlich finde, ist mit das A und O. Man muss sich durchgängig ernähren. Das ist unheimlich wichtig, denn der Körper braucht extrem viel Energie. Da kommen wir auch gleich zu einem ganz bestimmten Detail. Ihr habt gesehen, dass ich hier von der Marke Bertrand diese Blender-Bottle hatte, zusammen mit denen ihrer Nahrung. Bertrand stellt, ich sage jetzt einfach mal, eine Art Superfood her, alles auf Pulverbasis, sodass man sich komplett in flüssiger Form ernähren kann. So, wir sind wieder direkt auf der Internetseite von Bertrand. Ich werde den Link wieder in die Videobeschreibung setzen. Um das mal ganz kurz zusammenzufassen, Bertrand wirbt einfach damit, dass man sich die trinkbare Mahlzeit zulegen kann. Man kann sich auch den ganzen Tag davon ernähren. Über mehrere Wochen. Denn die Produkte von Bertrand beinhalten alles, was man fürs gesunde Leben benötigt. Bertrand bietet auch eine vegane Gruppe an, ist allgemein vegetarisch und komplett bio. Da drin sind jetzt nicht irgendwelche zusätzliche Konservierungsstoffe, Zusatzstoffe etc. Also es ist alles auf eine natürliche Basis hergestellt. Und ja, alles schön erklärt für denjenigen, den es interessiert. Kann man sich angucken. Wir gehen jetzt aber direkt mal auf das, was mich eigentlich am meisten angefixt hat bei dem Zeug. Da
Es sind die Nährwerte. Ich selber hatte die Active-Version. Es gibt Classic, Vegan Active und Vegan Active. Ich hatte jetzt die normale Active-Version. In so einem Beutel sind knapp über 500 Gramm. Wir haben ja ein gutes halbes Kilo von diesem Pulver. Angemischt, es wird empfohlen mit Milch, immer unterwegs ist Wasser. Ich finde, Wasser ist auch völlig in Ordnung. Geschmacksmäßig stört mich persönlich das überhaupt nicht. Natürlich, es ist hier keine 5-Gänge-Menü oder so. Ne? Es ist keine Geschmacksexplosion, aber es ist auch nicht schlecht. Es ist auch nicht eklig oder so, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ich finde das eigentlich wirklich in Ordnung und ich war überrascht, dass es mich überhaupt nicht irgendwo was gestört hat. Ich habe es einfach getrunken und ich hatte kein schlechtes Empfinden dabei, dass mir jetzt irgendwas geekelt hat oder mir was nicht geschmeckt hat. Also mal das, um das auf den Punkt zu bringen. So, wir sehen jetzt hier die Tabelle, was alles drin ist, Tagesbedarf etc. 100 Gramm von dem Active-Pulver haben 380 Kilokalorien. Rechnen wir das jetzt hoch auf die über 500 Gramm, haben wir hier einen Tagesbedarf. Einen stinknormalen Tagesbedarf. So, also das Zeug hat richtig Power. Und wenn ich da jetzt überlege, dass wir jetzt hier von einer normalen Tüte reden, die platztechnisch für diesen Nährwert eigentlich nichts wegnimmt, ist das Interessante bei der Sache nämlich für alle Trekking- und Sportbegeisterten. Das sollte man sich angucken. Wenn man mehrere Tage unterwegs ist, am Stück, und man hat ja sowieso immer Probleme, alles im Rucksack unterzubekommen, ne? Meistens nimmt man immer zu viel mit oder man hat Angst, man hat zu wenig Essen mit, dann schafft man sich jede Menge Platz im Rucksack, wenn man sich von diesen Bertrand-Shakes ernährt. Also ich für meinen Teil muss ganz definitiv sagen, ich hatte mich wirklich komplett nur davon ernährt. Ich habe es drauf ankommen lassen. Ich habe sonst immer nur auf reiner Riegelbasis oder Trockenfrüchte mich bei solchen Touren ernährt. Sei es jetzt der 100 Kilometer Mammutmarathon, der jetzt, wo es jetzt nun einige gibt, deutschlandweit, oder halt jetzt diese 72 Kilometer. Und ich hatte nie Hunger, ich war aber auch nie irgendwie voll. Ich hatte wirklich, und das ist das Gute, ich hatte die ganze Zeit ein Level, wo ich jetzt nie den Bedarf hatte, ich habe Hunger, ich muss jetzt mal unbedingt Pause machen oder so. Ich konnte mich wirklich komplett auf das Wandern konzentrieren. Und da muss ich sagen, da ist das Zeug wirklich Gold wert. Ich werde das definitiv öfters auch benutzen. Auch die Flasche ist qualitativ wirklich hochwertig. Der Verschluss hier vorne geht relativ schwer auf. Das hat aber nun den Hintergrund, dass durch diesen Blenderball, der ist aus Chirurgenstahl, tut man ja direkt in der Flasche das Verrühren und Zubereiten. Auf jeder Packung ist hinten drauf die Dosierung. Da gibt es einen kleinen Messbecher dazu. Einwandfrei macht man das rein, füllt es mit Wasser auf, schüttelt das und dann kann es losgehen. Hat ungefähr immer 20 bis 25 Kilometer gereicht, eine Flasche. Jedes Mal, wenn wir größere Pause gemacht haben, hatte ich diese quasi dann wieder aufgefüllt. So. Ist ein bisschen laut, wenn sie leer ist. Braucht ihr euch keine Gedanken zu machen, wenn die Flasche voll ist. Da hört man den Ball absolut gar nicht. So, kommen wir jetzt direkt zur Ausrüstung. Na klar, man braucht natürlich einen Rucksack. Halt, das tun wir mal weg. Ich hatte jetzt von Saleva den Baggood 20 Liter. 10 bis 15 Liter reichen eigentlich völlig aus. Ich hatte halt die 20 Liter mit, ganz einfach wegen Kamera-Equipment. Nimmt halt doch einiges an Platz weg. Und worauf man bei so einem Rucksack immer achten sollte, ist ganz klar eine gute Belüftung. Man schwitzt zwar trotzdem definitiv am Rücken, aber es macht es um einiges erträglicher. Dann, dass für die Trinkblase eine Trinköffnung vorhanden ist. Und nicht nur darauf achten, auch ganz wichtig, dass am Rucksack auch solche Haltemöglichkeiten sind für den Trinkschlauch. Dass er nicht die ganze Zeit rumbammelt. Es gibt nichts Nervigeres, als wenn die ganze Zeit so in Gesichthöhe da so ein Trinkschlauch rumbammelt. In der Regel ist so eine Trinköffnung bei fast allen Rucksäcken Standard. Allerdings muss man wirklich darauf achten, dass auch solche Halterungen da sind. Ich habe selber noch einen Rucksack, da ist die Trinköffnung da, allerdings ohne Halterung. Und jedes Mal baumelt das Teil darum. Unheimlich nervig auf Dauer und vor allem, wenn man dann sowieso schon anfängt und hat mit sich in seinem Körper zu tun. Wichtig ist natürlich, dass im Rucksack so ein kleines Fach ist,
Ich tue da immer meine Trinkblase rein, da sitzt sie fest und stabil, weil er dann doch nicht so vollgepackt ist. Was auch noch wichtig ist, sind für mich großzügige Seitentaschen, wo ich während des Laufens drankomme, dass ich umgreifen kann, dass ich schnappen kann. Wie zum Beispiel diese Blenderbottle von Bertrand. Ich musste also nicht stehen bleiben oder während des Laufens meinen Rucksack rumwuchten und lösen, sondern ich konnte schön während des Laufens mir die Flasche schnappen und diese dann mir zu Gemüte ziehen. Wir hatten jetzt das Thema natürlich mit dem Trinkfach für die Trinkblase. Ich selber gehe eigentlich mittlerweile fast nur noch mit Trinkblase los. Ist angenehmer, man kann viele kleine Schlücke nehmen, anstatt dann durstig große zu nehmen. Meistens übertrinkt man sich dann schnell und das Wasser ist, naja, schnell zur Neige gegangen. Ich habe hier von der Marke Source die 3-Liter-Blase, das ist so ziemlich die größte. Muss man gucken, man kann natürlich nur 1, 2, 3 Liter reinmachen. Die Skala haut in etwa hin. Bei der Tour in der Saale Horizontale, wie gesagt, ist es wichtig, dass man viel Wasser mitnimmt, denn es gibt kaum zuverlässige Trinkwasserquellen. Es gibt natürlich ein paar Bachläufe oder sowas, da ist aber allerdings definitiv ein Filter notwendig. Ich fange jetzt einfach mal von unten nach oben an. Das Schuhwerk ist natürlich extrem wichtig. Die richtigen Schuhe führen auch zum Erfolg. Ich habe hier von der Marke On die Cloud Venture. Das sind Trailrunning-Schuhe, sehr leicht und eine enorm starke Profilierung. Das gibt mir viel Halt, gerade wenn es viel Schotter oder unwegsames Gelände ist. Die sind allgemein vom Gewicht her ziemlich leicht. Ich werde es einfach unten einblenden, dann seht ihr es. Weil man sagt, ungefähr je 100 Gramm am Fuß ist wie ein Kilo zusätzliches Gepäck. Also wenn man an den Füßen wirklich 200-300 Gramm sparen kann, dann sind das einige Kilo im Rucksack sozusagen. Das muss man sich immer mal wieder zu Gemüte führen. Macht unheimlich viel aus, im ersten Moment nicht, aber auf lange Strecken merkt man das unheimlich. Das nächste Wichtigere ist natürlich die Socken. Ich selber habe jetzt von der Marke Smartwool, das ist ein Woll-Polyester-Gemisch. Die haben hinten eine Verstärkung, also es sind Sneakersocken. Die gehen jetzt nicht direkt über den Knöchel. Hier hinten sind sie nochmal ein ganzes Stück stärker. Das schützt dann meine Ferse vor irgendwelchen Reibungen. Ich habe in den Socken mir noch nie Blasen gelaufen. Ich bin mir den auch schon mal einen 100-Kilometer-Marathon gelaufen, hätte danach keine Blasen. Ob das jetzt direkt an den Socken liegt oder einfach daran, dass ich allgemein viel laufe, das ist jetzt mal dahingestellt, kann ich nicht beweisen, aber ich denke, sie sind unheimlich wichtig. Also gute Schuhe, gute Socken, die Hälfte des Erfolgs. Als nächstes kommt die Hose. Da war ich auch natürlich leicht unterwegs. Es ist die von Phil Raven. Die High Coast G1000, die leichte Version, schön luftig, angenehm zu tragen. Sie ist nicht schwer, sie hat keine unnötigen Taschen, nur zwei Einschubtaschen links und rechts bei den Oberschenkeln und eine Gesäßtasche. Reicht völlig aus. Was will man mit sich rumschleppen? Zur Unterwäsche muss ich sagen, ich habe jetzt keine spezielle Sportunterwäsche. Ich trage ganz normale Baumwoll-Shorts. Ich hatte noch nie Probleme, dass ich mir irgendwie einen Wolf gerieben habe oder so. Daher habe ich da im Moment auch noch nicht den Bedarf, mir da jetzt irgendwelche spezielle Sportunterwäsche zuzulegen. Kann ich selber nichts darüber berichten. Vielleicht kommt das irgendwann mal in Zukunft. Als nächstes kommt das klassische T-Shirt, ein klassisches Petersilienhexen-T-Shirt aus reiner Baumwolle. Ja. Ist für alle Outdoor-Aktivitäten geeignet. Schreibt uns an, wenn ihr gerne eins haben wollt. Ich sage mal, mit dem T-Shirt, das gibt nochmal eine viel, viel höhere Erfolgschance. Und garantiert nach sportlicher Betätigung ein klassischer Rohrschachttest. Ich hoffe, ihr erkennt es. Anhand der Salzflecken könnt ihr dann eure Zukunft voraussagen. Relativ wenig, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, dass da deutlich mehr, aber nö. Scheinbar mein Körper nicht so viel Salz zum Absondern gehabt. So, dann für die Morgenstunden ganz wichtig. Eine schöne, dünne, sportliche Fleecejacke. Der Körper darf nicht auskühlen. Schwitzen und auskühlen ist ganz gefährlich.
Es verbraucht unheimlich viel Energie und es schwächt dazu noch euer Immunsystem. Das ist eine dünne Fließjacke von Norröna, die Falketint, Warm 1. Das Schöne ist hier, dass die Organe und die Armbereiche sind schön angenehm gewärmt, nicht zu dick, aber trotzdem kuschelig. Und die Seitenteile sind hier mit so einem ganz dünnen Meshgewebe. Oder ich vermute mal, dass es so eine Art Meshgewebe ist. Und das bringt ein angenehmes Klima. Denn ich finde, es ist immer wieder wichtig, gerade wenn man viel bergauf, bergab oder so läuft, dass man nicht jedes Mal, wenn man berghoch gelaufen ist, schwitzt, dass man sich auszieht und nach 5 Minuten zieht man sie wieder an, weil es dann doch wieder kalt wird. Auch da ist es wiederum wichtig, dass man da gute Ausrüstung hat, dass man sowas einfach umgeht. Denn es ist auch immer kräftezehrend anzuhalten, an, aus, vor, zurück. Und irgendwann hat man dann keine Lust mehr. Und da kann man sich halt auch schnell mal unterkühlen, wenn man dann keine Lust hat mehr, die anzuziehen. Oder man schwitzt halt unheimlich mehr, bis zu einer Überhitzung, wenn man zu faul ist, sie auszuziehen. Ja. Dann auf den Kopf. Das hatte ich noch nicht ausgepackt. Hatte ich eine kleine, dünne Fließmütze mit. Auch der Kopf muss warm gehalten werden in den Morgenstunden. Das ist jetzt so eine einfache Fließmütze von Fjällräven. Mein Dauerbegleiter, ich liebe diese kleine Mütze. Auch was man eigentlich nicht mitnehmen will, aber man hat nicht immer Glück mit dem Wetter. Es sind Regensachen. Ich habe hier meinen Regenponcho von Fjällräven mit. Da hatte ich mal ein Video zu gemacht. Schaut mal bei den Ausrüstungen mit rein. Regenponcho aus dem Grund, er lässt sich schneller an- und ausziehen, anstatt immer Regenjacke, Hose etc. Das ist auch nochmal nervig, die kann man schnell an- und ausziehen und vor allem hat ein besseres Klima, man schwitzt nicht so schnell. Was auch natürlich noch wichtig ist, ist eine Kopflampe. Wir sind ja nun früh um 5 gestartet, ungefähr gegen 18 Uhr war ich ja durch mit der Tour, aber die ersten 2 Stunden habe ich einfach eine Kopflampe benötigt. Sollte man mitnehmen, wenn man weiß, dass es auch in die Abendstunden oder in den Morgenstunden oder gar über Nacht geht. Achso, bevor ich es vergesse, das ist die von Petzl, die Tikka. Zuverlässig. Macht nicht zu viel Licht. Ich finde, das Schöne ist bei der, man kann jetzt nicht extrem weit vorausleuchten, wie so ein Suchscheinwerfer, sondern es tut wirklich eigentlich nur seinen reinen Laufbereich ausleuchten. Die hat 3 Stufen, einen Sparmodus, einen helleren und einen ganz hellen und hat sogar die Rotlichtfunktion. Da. Falls man dann nach vorne hin kein Licht braucht, man will sich aber nach hinten schützen oder so, wenn man irgendwo an der Straße läuft etc. Also ein schön flexibles Lämpchen. Zur Kameraausrüstung zeige ich euch heute direkt auch mal, damit ihr wisst, mit was ich gefilmt habe. Ich hatte mein kleines Stativ von Rollei mit. Das kleinste, was ich habe. Mehr brauche ich nicht. Und dann hatte ich von Sony meine FDR AX53. Da filme ich ganz gerne, gerade Wanderung. Ganz einfach, die Bedienung ist unheimlich leicht. Sie bringt natürlich nicht die qualitativen Bilder wie jetzt eine gute Spiegelreflexkamera. Allerdings ist das Gute, man muss jetzt nicht irgendwie im Menü rumspielen, auf und Feuer. Und die andere Sache ist, Sony hat hier so ein schönes patentiertes Objektiv vorne dran. Ich probiere mal, dass ihr das seht. Ich hoffe, ihr seht das. Na, halt. Nehmen wir mal die Blende ab. Nämlich dieses Objektiv, dieses sogenannte Bosse-Objektiv, ist gelagert. Das heißt, es kompensiert einiges an Bewegung. Und das macht es eigentlich relativ gut. Die Bilder sind natürlich nicht extrem ruhig, wie jetzt, als wenn man den Gimbal oder was benutzt. Aber es ist bei weitem nicht so schlimm, als wenn man dann nur mit der normalen Spiegelreflexkamera herumläuft. Da bin ich jetzt mit meinem Ausrüstungscheck durch. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht weiterhelfen, euer Interesse wecken, dass ihr auch mal sowas macht. Vielleicht ein paar kleine Details, an die man sonst nicht denkt, könnte ich jetzt für euch lösen. Ne? Ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was besser ist oder was ihr vorschlagt vielleicht noch. Es gibt natürlich immer noch ein paar kleine Punkte, die man deutlich besser gestalten kann. Wie zum Beispiel der Regenponcho. Der ist ziemlich schwer,
von Vierhäfen. Da gibt es deutlich leichtere. Da werde ich mir irgendwann mal noch einen zulegen, weil der wiegt halt wirklich über 600 Gramm. Das ist schon viel. Ansonsten verabschiede ich mich hier und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Wandertour. Ich bin mal gespannt, wo es mich dann wieder hin verschlägt. Vergesst nicht, sämtliche Ausrüstung, die ich jetzt mit hatte und vorgestellt habe, die könnt ihr auch direkt nochmal bei mehr Interesse bei uns in der Videobeschreibung euch angucken. Haben jetzt soweit alles verlinkt. Na dann, macht's gut. Jetzt habe ich so fast was vergessen zu erwähnen. Und zwar hatte ich 3 Fehler gemacht. Muss ich euch definitiv erzählen, denn das ist relativ wichtig. Der eine eher weniger. Wir sind ja nun gegen Uhrzeigersinn gelaufen. Das war relativ doof, filmtechnisch, weil wir hatten die ganze Zeit die Sonne im Gesicht. So. Das ist ja natürlich, wenn man jetzt nicht filmt oder sowas, spielt das keine Rolle. Aber allerdings war ich dann noch so prasselig, ich habe vergessen, mein Käppi mitzunehmen. Das heißt, ich bin die ganze Zeit ohne Käppi gelaufen, habt ihr sicherlich gesehen, war auch doof. Und der dritte und größte Fehler war, ich hatte vergessen, meine Zehennägel zu schneiden. Das war halt einfach, das hat mir dann die Füße, die schwillen ja an bei so einer Belastung. Also ruhig bei solchen Schuhen eine halbe bis eine Nummer größer nehmen, wenn man sie wirklich intensiv nutzt, sportlich. Denn die Füße, die schwillen so sehr an, die brauchen einfach mehr Platz. Und durch meine zu lang geratenen Fußnägel hat sich der eine in den anderen reingebohrt, sodass hinterher mein ganzer Fuß blutig war. Ich habe selber beim Laufen nicht unbedingt gemerkt. Ich hatte mich nur gewundert, warum mein Schuh rot geworden ist, links. Dachte ich erst vielleicht ein bisschen so sandsteiniger Schlamm oder so, der ist ein bisschen rot. Habe dann aber zu Hause gemerkt, ganz einfach, dass der Fuß quasi von dem einen, der eine Zeh den anderen aufgeschlitzt hat und das alles voller Blut war. Werde ich mir definitiv merken. Also wie gesagt, unheimlich wichtig, denkt daran, die Zehennägel zu verschneiden, am liebsten vor jeder Wanderung. Ob das nun 20 oder 30 Kilometer sind oder 100, spielt keine Rolle, es kann böse enden.